Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV, liebe Zuschauer. Ja, der DAX, der startete gestern bereits mit einem Plus von rund 1% in den Tag. Bis zum Handelsende, der verdreifachte er diese Zugewinne sogar noch. Er ging dann mit einem Zuwachs von 2,9% bei 11.391 Punkten aus dem Handel. Jetzt blicken wir voraus auf den heutigen Handelstag zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt mit Viola Grebe. Guten Morgen, Viola. Wird es denn heute weiter aufwärts gehen für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht tatsächlich im Moment danach aus, denn die Vorgabenseite, so sie denn da ist, denn in den USA, da wurde gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt, aber die Vorgabenseite, die wir haben aus Asien, die ist ziemlich grün eingefärbt. Gerade beim Nikkei, aber heute auch mal beim Hang Seng sehen wir deutliche Zuwächse, ebenfalls in grün der Shanghai Composite. Und das muss man sagen, obwohl ja trotzdem zuletzt immer wieder die Sorge aufkam von neuen Spannungen zwischen den USA und China und auch das Thema China-Hongkong wieder für ein bisschen Unruhe gesorgt hatte, aber trotzdem heute deutliche Zuwächse aus den USA, wie gesagt, keine Vorgaben. Das heißt, es sieht danach aus, die Vorwoche sah für den DAX ja schon ausgesprochen gut aus mit einem Plus von fast 6%. Gestern, du hast es gesagt, haben wir 2,9% zugelegt. Trotzdem sieht es im Moment nicht nach einer Verschnaufpause für den DAX aus, sondern eher danach, dass wir jetzt direkt zum Start nochmal ordentlich eine Schippe drauflegen. Gestern hatten uns ja positive IFO-Daten vor allem einen Anschub gegeben. Man hat so den Eindruck, die Hoffnungen der letzten Zeit, dass die Wirtschaft sich durch die Lockerungen so langsam wieder normalisiert, die haben sich gerade eben auch bei den IFO-Erwartungen gezeigt. Und da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt. Heute gibt es nämlich das GfK-Konsumklima. Gucken wir mal, ob das dann eine ähnliche Wirkung entfaltet. Dann vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, das war der Ausblick auf den Handelstag. An dieser Stelle folgt unsere Marktidee. Heute ist dies der MDAX. Der MDAX hatte im Februar ein Allzeithoch bei 29.438 Punkten erreicht und startete von dort einen dynamischen Ausverkauf. Nach einem Kursverlust von rund 40% konnte er sich dann im März auf einem Vierjahrestief fangen. Seither befindet er sich jetzt im Erholungsmodus. Im gestrigen Handel, da löste der Index eine mehrtägige Konsolidierung auf hohem Niveau auf. Welche Marken es als nächstes zu überwinden gilt, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse zum MDAX unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.